zwei Schläge dieses Jahr beim Amt hat. Was war denn da los? Ja, das ist ja die Tradition. Letztes Jahr habe ich die Tradition gebrochen, aber das machen wir nicht so oft. Meistens zwei, das reicht dann schon. Ja, haben Sie das gespürt in der Früh, dass es heute anders wird? Ich habe es gehofft, spüren tut man das nicht, aber letztes Jahr habe ich gespürt, dass es nicht gut gelaufen ist. Und da kriegst du als Münchner Oberbürgermeister tagelang Post, was du falsch gemacht hast, also nicht so weit. Aber ich bin bemüht, das mal wieder mit zwei Schlägen anzuzapfen, hat einigermaßen funktioniert, deswegen bin ich sehr froh. Dann nähern wir uns nächstes Jahr der Einermarke an. Nein, das mache ich nicht, weil das ist so eine Pauser-Geschichte, wenn man es mit einem macht. Das passt nicht zum Münchner Oberbürgermeister, passt auch nicht zu mir. Alle Schankkellner machen es auch mit zwei Schlägen, das muss ich nicht besser machen versuchen. Ein wirklich charmanter Mann, oder? Unser Oberbürgermeister, der Dieter Reiter. So.